Wusstest du, dass du Steuern sparen kannst, wenn du dir Geld von deinen Eltern oder Großeltern leihst? Nicht? In diesem Video erfährst du, was du dafür genau tun musst. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du gerade gründest und am Anfang deiner Selbstständigkeit stehst, dann hast du wahrscheinlich einen erhöhten Kapitalbedarf. Das ist relativ üblich, am Anfang muss man ein bisschen mehr Werbung machen, braucht Geld für Investitionen, sonstige Anschaffungen und so weiter. Und dieses Geld kannst du bekommen zum Beispiel von der Bank. Du gehst einfach zur Bank und holst dir ein Darlehen und musst dann das Geld mit Zinsen zurückbezahlen. Oder du bekommst das Geld aus der Familie. Das ist auch relativ häufig der Fall. Die Eltern oder Großeltern schenken dir einfach Geld und du startest damit deine Existenz, deine Selbstständigkeit. Aus steuerlicher Sicht kann es aber durchaus Sinn ergeben, dass die Eltern dir das Geld nicht schenken, sondern nur als Darlehen zur Verfügung stellen und du dafür Zinsen zahlst. In welchen Fällen könnte das Sinn ergeben? Wenn die Eltern dir Geld zur Verfügung stellen und du dafür Zinsen zahlst, dann sind diese Zinsen bei dir Betriebsausgaben, weil sie ja betrieblich veranlasst sind. Das heißt, du kannst diese Kosten für die Zinsen komplett in deiner Buchhaltung steuermindernd geltend machen und musst diesen Aufwand dann nicht mehr versteuern. Das heißt, du sparst Steuern. Auf Seiten deiner Eltern sind diese Zinsen dann Zinseinnahmen und diese Zinseinnahmen sind auch steuerpflichtig. Es ist aber, gerade wenn die Eltern oder Großeltern schon im Rentenalter sind, ganz häufig so, dass der Steuersatz einfach niedriger ist. Eventuell sind sie sogar im Grundfreibetrag, das heißt unter 10.000 Euro steuerpflichtigen Einkommen. Und das führt dann dazu, dass die Eltern diese Zinsen gar nicht versteuern müssen, du sie aber vollständig steuermindernd geltend machen kannst. Schauen wir uns das Ganze mal anhand eines Beispiels an. Du stehst gerade am Start deiner Selbstständigkeit. Du willst gerade loslegen und brauchst Geld und bekommst dieses Geld von deinen Großeltern, und zwar in Höhe von 100.000 Euro. Und ihr habt einen Darlehensvertrag aufgesetzt und in diesem Darlehensvertrag ist geregelt, dass du 5% Zinsen zahlst. Das heißt, du zahlst pro Jahr 5.000 Euro an deine Großeltern an Zinsen. Diese 5.000 Euro sind in deiner Steuererklärung, also in deinen Betriebsausgaben, in deiner Buchhaltung Ausgaben. Und diese 5.000 Euro musst du dadurch weniger versteuern. Gehen wir mal davon aus, dass dein Steuersatz 40% beträgt. Durch die 5.000 Euro Kosten zahlst du 2.000 Euro weniger Steuern. Das heißt, insgesamt sparst du 2.000 Euro Steuern. Auf Seiten deiner Großeltern sind diese 5.000 Euro steuerpflichtige Einnahmen. Wenn deine Großeltern allerdings im Rentenalter sind oder auch sonst keine Einnahmen haben und noch im Grundfreibetrag sind, dann sorgt das dafür, dass sie diese 5.000 Euro bekommen und durch den Grundfreibetrag darauf keine Steuern zahlen. Das heißt, auf der einen Seite sparst du 2.000 Euro und auf der anderen Seite müssen deine Eltern keine Steuern zahlen. Interessante Info hier ist übrigens, dass der Grundfreibetrag sich verdoppelt, wenn deine Eltern oder Großeltern verheiratet sind. Das heißt, sie hätten dann in diesem Fall ungefähr 20.000 Euro steuerfrei. Und was an dieser Stelle wirklich wichtig ist, ist, dass du die persönliche individuelle Steuersituation des Kreditgebers, also deiner Eltern oder Großeltern, betrachtest. Wenn der persönliche Steuersatz deiner Eltern oder Großeltern nämlich höher ist als deiner, dann kann das dazu führen, dass du durch dieses Konstrukt tatsächlich mehr Steuern bezahlst. Und was auch wichtig ist, ist, dass die Darlehensverträge genauso gestaltet sein müssen, wie du sie auch mit einem fremden Dritten vereinbaren würdest. Gerade was die Zinshöhe und die Sicherheit betrifft, muss dieser Darlehensvertrag wirklich so sein, wie du ihn auch mit jedem anderen abschließen würdest. Wenn das aber gegeben ist, dann ist dieser Steuerspartipp eine gute Möglichkeit, um Steuern zu sparen. Ich hoffe, dieses Video hilft dir dabei, Steuern zu sparen und ich wünsche dir alles Gute für deine Selbstständigkeit. Wenn du auf der Suche bist nach einem Musterdarlehensvertrag, dann wirf mal einen Blick in die Videobeschreibung. Da habe ich dir nämlich so einen Musterdarlehensvertrag einmal verlinkt, den könntest du beispielsweise als Grundlage verwenden. Wenn du dir jetzt denkst, Mensch, ich hätte für meine Selbstständigkeit eigentlich auch gerne einen Steuerberater, idealerweise einen digital arbeitenden Steuerberater, der spezialisiert ist auf Freiberufler und Selbstständige, dann solltest du dir mal unser Angebot anschauen. Das könnte eventuell genau das Richtige für dich sein. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Ansonsten solltest du auch unbedingt mal in unserer Community vorbeischauen. Alle Informationen zu der Community findest du in diesem Video. Oder du schaust dir unsere weiteren Steuerspartipps an, zum Beispiel hier. Ich hoffe, dieses Video hilft dir dabei, Steuern zu sparen, und das reicht eigentlich. Was denn und?